Jo, willkommen zurück. Und zwei Sachen, Leute. Erstens habe ich zwei Parts eben, die sind verloren gegangen. Und die muss ich jetzt nachspielen quasi. Also nicht wundern, wenn ich jetzt schon so viel Bescheid weiß. Wobei es eigentlich gar nicht so schwer ist. Und die zweite Sache ist, hier kann man Dinge einsetzen. So. Ja, aber das ist ein bisschen komisch sein, weil ich schon alles weiß und nichts Spannendes gibt. Aber das muss ja bedeuten, dass ich mich nicht so anstellen sollte. Also kommt hier erstmal eine Katze zu sehen. Okay, Leute, die greifen uns jetzt an, aber ja, okay, ich hätte eine andere Waffe benutzen sollen, aber wen juckt's denn? Übrigens hier ganz große Halle und außer den drei Gegnern kein anderer Gegner. Hat mich ein bisschen verwundert. Jo, was gibt's noch zu sagen? Ganz lustig, dass ich bisher immer statt Munition Rüstung gesagt habe. Hier haben wir nochmal den Klingenwind. Ich habe wie viel Level gebraucht, bis ich das mal gecheckt habe? Wahrscheinlich habe ich einfach drauf losgespielt. Und deswegen. Naja, egal. So, ich rüste mich mal hier mit dem Tech-Bogen aus. Denn hier kommen diese Kollegen und die mag ich gar nicht. Vor allem, wenn man es verkackt. Wow. Ja, wenn man es verkackt, ist es natürlich scheiße. Und die spawnen jetzt dreimal oder viermal. Ich mag halt deren Granaten nicht, aber wer mag die schon? Ah, ich hätte auch gleich den Firestorm benutzen sollen. Und die Granate, die trifft immer. Ey, ich hab so einen Hass auf den Scheiß. Also auf die Gegner zumindest. So, stirb. Du auch. Nein, du wirst nicht mit der Granate. Schön. So. Hier erstmal Medipacks. Und hier haben wir ein RPG, Grenade Launcher Update. Das ist ziemlich geil. Das ist quasi jetzt ein Raketenwerfer. Kennt ihr sicher den Namen RPG? So. Aber ich nehme jetzt erst nochmal den Fireswarm. Weil hier oben ist so ein Kollege hier. Ah ja, okay. So erledigt man die Geschichte. Eigentlich geht's hier auf. Oder? Ich verwechsel was. Doch. Keine Ahnung. Wie dem auch sei. Oh, Gegner von hinten. Auch nicht schlecht. Ja, genau, RPG. Oh, ich habe keine Munition mehr. Fuck. Fuck, fuck, fuck.
Oh, ich hasse das, die Waffe zu wechseln, während man läuft. Nein, ach, der bleibt hängen. Ja, genau, jetzt sterbe ich selber. Fuck you, fuck you. Echt, ey. Hab ich noch... Oh, Mann. Ich könnte kotzen, Leute. Ich könnte echt kotzen hier. Ziemlich gleich den Firestorm, komm. Mensch, Daniel. Du stellst dich auch an manchmal. So, stirb. Du stirbst auch, bitte. Und werf dich mit deiner Scheißgranate. Was hab ich dir gesagt? So, jetzt aber. So, das müsste reichen für euch. Wenn nicht... Hier hast du einen Gehirnbohrer. Viel Spaß damit. Das geschieht ja ganz recht, muss ich sagen. So. Und für den einen Kollegen nehme ich, wie gesagt, nochmal diese... Ne, nicht nochmal, sondern diesmal nehme ich einen Tech-Bogen. Ist auch nicht schlecht. Ich meine, er steht hier so dumm da. Okay, alles klar. Och ja. Verschwend halt deine Munition. Ja, und stirb vor allem nicht. Nein. Ach, Physik Engine. Hat's gar keine. Nein. Och fuck, ey. Ich verkack grad so. Och man. Ich wollte ihn doch einfach mal silent killen und dann ist der hier so am... Und dann weiß er auf einmal Bescheid natürlich. Sonst die KI ist sowas von scheiße. So, jetzt aber. Mann. So. Die Kollegen töte ich jetzt einfach so mal. So. Glaubt ihr was? Nein. Okay. Dann hole ich mir... Ist da noch ein Medipack? Ja, zwei Stück. Okay, gar nicht mal so schlecht die Lage. Krass, wie ich verkacke, obwohl ich das schon gespielt habe. So. Jetzt brauche ich aber den RPG. Weil hier jetzt zwei Gegner sind. Haben wir ja vorher gesehen. Und die sterben beide auf einmal. Das ist nicht geil. Nein, nicht Silipe Boss, sondern Firestorm. Meine Lieblingswaffen im Spiel. So, hier rüber. Okay. Ah, da wartet wieder so ein Scheiß. Zwei sogar. Okay. Hier ist jetzt erstmal zu. Oder auch nicht. Aber ich gehe trotzdem hoch. Weil hier jetzt so ein Panel ist. Aber den erledigen wir mit Intelligenz. So. Und hier übrigens ist die eine Stelle von vorhin, wo wir nicht hochkamen, wo die Gegner gespawnt sind. Ich hoffe mal, da ist jetzt irgendwas Sinnvolles. Na? Nee. Ich hoffe mal, ich vergesse auch kein Secret vor lauter Übereifer. Und übrigens, ich habe eine Waffe vergessen. Im Spiel.
Es gibt nämlich noch eine Sniper Gun. Die habe ich irgendwie nicht. Da gab es doch bis jetzt nicht die Möglichkeit, die nochmal einzusammeln. Also ich habe sie mal in einem anderen Let's Play gesehen, sagen wir es mal so. Es kann auch sein, dass es eine PC-Version ist oder so. Ich habe keine Ahnung, aber eigentlich ist es gleich. Aber ich wundere mich halt, dass ich die bis jetzt nicht nochmal gefunden habe. Normalerweise hat man ja mehrmals die Chance, eine Waffe zu finden. So, hier müssen wir aufpassen. Das ist ganz gefährlich. Nein. Erstmal du. Und dann du hier. Oh, die fliegt schön. Flatsch. Und hier unten kommen auch welche. Seht ihr? Nein, oh Gott. Wie ich's hasse, das Spiel. Oh, ja, renn weg. Aber die Granate kriegt mich nur ins Gesicht. Genau. Hast du wenigstens was? Ich habe keine Munition mehr. Fuck, ey. Okay, Schalter. So, ich muss mal irgendwas nachschauen. Okay, gut. Ich gehe erstmal hier lang. Und ich glaube, hier ist ein Gegner. Zumindest ein Gegner. Und fuck, ey. Wenn der wieder so scheiß läuft, habe ich ein Problem. Ja, der blockt sich selber. Das ist unser großes Problem. Aber jetzt sind wir hier wieder von vorhin. Und hier sammle ich erstmal den Gehirnbohrer ein. So. Und jetzt geht's hier hinten auf. Und das ist ein Upgrade für die Waffe. So, jetzt können wir hier wieder zurückgehen, wenn wir wollen. Ja, das wollen wir, weil wir wollen ja hier alles einsammeln, ne? Und ich frage mich gerade, wie man hier vorsichtig runterkommt. Ich sagte vorsichtig. Ja, so geht's. Gut. Den Celebral Burst, den fand ich jetzt aber bisher irgendwie schlechter. Also ich zeig's euch nachher mal. Den Unterschied. Also vielleicht habe ich den Unterschied noch nicht richtig erfasst. Das kann natürlich auch sein. Aber ich finde es irgendwie komisch. Aber wie gesagt, wartet kurz, bis ein Gegner kommt und ich das euch zeigen kann. So, hier schieße ich mal auf. Ich weiß nicht warum. Hier kann man durchgucken, aber naja, bringt mir jetzt nichts. So, und dann mal wieder den ganzen Weg hier zurück. Ja, wie gesagt, Rätsel gibt es hier nicht großartig. Was auch gut so ist. Und ich finde es eigentlich relativ einfach zu spielen. Ich meine, ich habe zum Beispiel Perfect Dark mal... Wie alt war ich da? Gut, da war ich noch relativ jung. Es kann sein, dass es da ein bisschen schwerer war, aber ich bin der Meinung, dass Perfect Dark zum Beispiel durchaus schwieriger zu spielen ist. Ich weiß nicht, was da eure Meinung ist. So, da waren wir. Vor allem mit dem N64-Controller ist es halt immer so eine Sache mit dem Aiming. Es geht nicht so einfach. So, die Life Force nehme ich mal mit. Ja, ist gut.
Flieg mal gescheit. Ja. Wow. Gratulation. Okay, der schießt nicht auf mich, weil er die Wand im Weg ist. In der Weg ist. Im Weg, sage ich. So. Deswegen nehme ich jetzt lieber den. Warte mal. Okay, 10 Schuss. Mal schauen, ob das reicht für den Gegner hier unten. Ja. Wenn man einen Kopfschuss macht, auf jeden Fall. Na. Okay, gut. Oh, ich liebe das Geräusch, wenn es sitzt. Ja, dann weiß man, dass er gleich tot ist. Warum explodiert es eigentlich extra noch? Ich meine, wenn das Gehirn weg ist, naja, dann sind die Überlebenschancen nicht gerade groß. Hallo. Ja, und dann schießt er auf einmal. Oh, wie wild du auf mich schießt, ey. Komm mal klar mit deinem Leben. Und der stirbt erst nach 1000 Schüssen, oder was? Warum laufe ich eigentlich automatisch nach vorne? Kann mir das einer erklären? Okay. Schon vorbei. Ey, der ist ja schlimmer als ein Endboss hier. So. Und hier bin ich übrigens hängen geblieben. Hier an diesem Gitter hier. Das passiert mir diesmal nicht. Ich musste da extra neu, nochmal neu hinspielen damals. Wow. Okay, ausrüsten. Und hier ist jetzt gleich, glaube ich, ein Gegner. Ne, noch nicht. Aber gleich. Genau, der kommt hier. Drilling-Sektor. Nein, schieß. Wow, fuck. Falsche Waffe, total. Okay. So. Und der hier ist auch übel. Wir müssen ihm einen Kopfschuss geben. Und jetzt kommt eine Stelle, die habe ich voll gehasst. Weil. Ja, ich habe jetzt gar keine Munition mehr. Das ist auch scheiße. Hier kommen jetzt nämlich noch mehrere. Man hört ja schon an den Schritten. Ich weiß nicht, wie gut der Sound bei euch ist. Aber ich töte jetzt alle mit dem Gehirnbohrer. Na, komm. Komm. Nicht, dass er von hinten kommt. Na, wenn der jetzt nicht kommt, dann gehe ich erstmal da nach hinten. Okay, der ist da ein bisschen geschützt. Stirbt aber trotzdem. Nicht schlecht. So. Im Endeffekt müssen wir ja auch hier. Okay. In diese Richtung gehen, wo ich gerade bin. Aber ich gehe trotzdem nochmal in die andere Richtung, weil da hat es, glaube ich, viel zum Einsammeln, wenn ich mich recht erinnere. Auch wenn da ein paar scheiß Gegner dahinter sind. Und das sind wirklich meine Hassgegner. Na. Ah, der bleibt stecken. Okay, alles klar. Nein. Oh, schön. Okay, hier ist Leap Reversed. Da scheint erst sowas. Und dann stirbt er erst nach ein paar Sekunden. Also ich finde irgendwie die Funktion gar nicht viel besser. Daniel. Daniel. Soll das dann ernst sein? Mal ganz ehrlich. Es gibt bessere Methoden, um sich umzubringen. Wenn du dich umbringen willst, musst du es mir nur sagen. Dann springe ich hier von der Klippe und dann haben wir das alles geregelt. So. Ich finde es ein perfekter Einstiegspunkt. Ne, ein perfekter Endpunkt für die Beendigung der Aufnahme. Und dann sehen wir uns hier frisch im nächsten Part wieder. Bis gleich.